Ich weiß, dass die Kacke sind. Ja, ich auch. Das bringt's auch. Unterschied ist. Oh, wir haben wir hier. Das haben wir schon. Mhm. Username can be stolen. Warum kann mein Account, mein Name gestohlen werden? Was soll das? Hm, wenn du deinen Account nicht, wenn du da keine E-Mail mit verknüpfst. Ich habe zum Beispiel eine E-Mail mit verknüpft. Ach, schöne Witze. Wie absolut schlecht waren. Was? Was? Warum? Was? Nein. Hm. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Du vergisst das. Oh. Nein, doch. Oh. Oh. Mann. Also ich dachte, wir können es bitte erzählen. Jetzt geht's weiter. Ist ganz gut, dass es vorbei ist. Speichere ich denn das jetzt? Die Ledercouch, ja, ne? Was, wie ist das vorbei? Er hat eine Ledercouch. Er hat die Casting-Couch. Tessa, hör auf jetzt. Ach so, einfach nur. Ja, City. Wenn du auf das Häkchen gedrückt hast, kannst du das wieder schließen. Schließ nur nicht oben aktuelles Spiel, das wäre ein bisschen kontraproduktiv. Und dann suchst du jetzt noch eine schöne Karte aus, damit du auch mal Punkte machst. Hey! Luis Opa hat Jörg Bach in seiner Arschritze. Aua! Das könnte dick werden. Weh. Das könnte dick werden. Luis Opa hat Katja Krasavitz in seiner Arschritze. Oh, die kriegt überall rein, ne, wenn sie damit ein Paket kriegt. Wie hat sie gesungen? In ihr waren mehr, mehr drin als ein trojanisches Pferd. Louis Opa hat schwarze Schwänze in seinem Arschritze. Und ja, ne? Louis Opa hat Kettensäge als Hände in seiner Arschritze. Ja. Ach, das ist immer für die Katja. Na klar. Simp. Fick dich. Benny ist der Pizzabote. Nein. Okay. Einfach nein. Ja, es ist so eine Scheiß kann gelacht werden. Ich warte heute noch, dass ich irgendwann mal so ein bisschen fertig mache, aber. Gibt's ja keinen Grund. Ja, ich habe auch keine Gründe. Wofür, was? Ich habe gute Sprüche. Danke. Oh, das wäre halt Real Talk, das wäre wirklich. Real Talk, schau dir einen rein. Gib mir ein Doggy. Wer hat das gerade gesagt? Was? Benny, hast du gehört? Was? Dennis, was macht dich denn am meisten depressiv? Was macht mich denn am meisten depressiv? Ja. Ausgeleitete Fotzenlappen, ja, das sowieso, Alter. Das geht gar nicht. Da bin ich immer traurig, ich dachte. Ja, wir waren ja gerade beim Thema Katja, deswegen passt das irgendwie. Ich wollte gerade sagen, wenn du Katja siehst oder wenn du das siehst. Also, mich als passabler Travestit ist ja schon nice, ne? Muss ich schon sagen. Das würde mich auch ein bisschen depressiv machen, du. Ja, aber ich sehe bestimmt gut aus. Ja, aber passabel, ne? Passabel. Ich bin nur passabel. Oh. Voller Geschwister-Sex. Dennis, du hast nur Brüder, glaube ich, ne? Ja, ich habe nur Brüder. Das würde mich auch depressiv machen. Loch und sowas. Ja, gut, Loch, ne? Das ist eine Windmühle. Oh. Das macht mich eher glücklich, Kappa. Kommt drauf an, wer drin liegt, gell? Ich kenne Dennis. Ja. Was würde. Achso, das hatten wir schon, ne? Ja, aber diesmal ist leicht erotisch. Mal schon weg. So. Hatten wir auch schon letztes Mal. Oh. Ausländer sind wie. Oh. Mir gefällt die Lache nicht. Ach, keine Angst. Dennis, lock noch nicht ein. Ich muss noch eben Karten wegschmeißen. Dann lock doch noch mal aus. Nee. Das
Das habe ich beim letzten Mal auch gemacht. Da habe ich genau die Karte, die ich eigentlich wählen wollte, auch weggeschmissen. Ja, das ist dumm. Ja. Ich weiß. Nee, danke. Ja. Hack nur drauf rum. Streu noch Salz in die Wunde. Ja, ist okay. Ja, mach gerne. Ja. Du kurz in die Küche, warte. Hm. Jetzt kannst du auswählen, der ist mir fertig. Weißt du, ihr seid, das ist jetzt echt blöd. Ich habe jetzt als einen Kopfwurm. Ohrwurm von Gib's mir Doggy. Das ist blöd. Ich habe damit nicht angefangen. Gibt schönere auch immer. Hm. Ja. Ich hatte schwarze Spänze. Als Karte. Eisgekühlter Pommelunder. Eisgekühlter Pommelunder. Dennis, du überlegst aber sehr lange jetzt. Eisgekühlter Pommelunder. Achso, ja, okay. Dazu ein belegtes Puppenschinken. Schinken! Ein belegtes Puppenbrei. Ei. Das sind zwei belegte Brote. Okay. Eins mit Schinken. Gut. Ausländer sind wie am Baum hängende, suizidgefährdete Kleinkinder. Oh. Das wäre ja kein Problem, dann wären sie ja weg. Ausländer sind wie am Kölner Hauptbahnhof von Flüchtlingen begrapscht werden. Sorry, Ausländer sind wie Mundherpes. Ah. Huh. Das ist zuerst, dass der Sinn ergibt, aber okay. Ausländer sind wie veganischer Vergewaltiger. Was? Also, bummst du den Gurken oder so? Veganischer? Penny, möchtest du das erklären? Veganer, wenn dann schon. Penny, möchtest du das erklären? Marvel nimmt sich dann auch zwei Hühner, damit er zwei richtige in der Hand hat. Okay. Nein. Also, es heißt nicht veganisch. Da fehlt ordentlich was weg. Oh. Ist das, was Frauen wollen? Ich meine, wir haben eine Expertin dabei, die muss das ja wissen. What? Lass die Karte jetzt mal. Ja, Benny. Was? Und anscheinend Dennis. Und Kai auch. Hätte ich eine gute Karte gehabt? Nee. Alex, hau mal raus. Was wollen Frauen eigentlich? Die Karten sind alle kacke. Das schreibst du selber. Also. Das mache ich nicht. Das große Analduell ist das, was Frauen wollen. What? Okay. Ja. Hm. Interessant. Wusste ich jetzt auch nicht. Ja. Neue Erkenntnis. Ohne Shirt zur Schule gehen ist das, was Frauen wollen. Ne, das ist eher das, was die Querde haben wollen. Freiheit für die Brüste. Was Männer wollen. Freiheit für die Brüste. Alles klar. Schwule Kinder ist das, was Frauen wollen. Okay. Ja, klar. Wenn es da steht. Ja, warum nicht? Die Endlösung der Juden. Mhm. Okay. Ja, schwule Kinder. Hey, Dennis! Haben wir auch schon, das skippe ich mal, ja. Hatten wir die schon? Haben wir auch schon. Okay. Naja, irgendwann wiederholt sich das ja eher alles. Das hat man noch nicht. Ich muss den vorlesen. Ach, kein. Ich muss vorlesen. Das mach ich weg. Oh, das ist natürlich. Okay, ja, das kann auch weg. Als der Pharao nichts getan hat, rief Moses eine Plage von Grammar-Nazis herbei. Grammar-Nazis, okay. Okay. Okay, ja. Das erklärt Facebook. Ja. Als der Pharao nichts getan hat, rief Moses eine Plage von Nekrophilie herbei. Hm. Ja. Ja. Okay. Als der Pharao nichts getan hat, rief Moses eine Plage von Pickschildkröten herbei. Ah ja. Hm. Als der Pharao nichts getan hat, rief Moses eine Plage von Frauenwahlrecht herbei. Das wäre aber schlecht. Das fickt die am meisten. Oha. Oh, Benny.
Oh, oh, das ist keine gute Karte für dich. Dennis, du warst sehr schnell mit der Antwort. Ja, so ein bisschen, ne? Wie sehr mag ich Benny? Komm, ich wechsle nochmal. So ein bisschen auch witzig machen jetzt hier. Nicht so gemein sein. Wow. Wow. You can really dance. Wow. You can really dance. Wow, es tritt ein Tau. Was ist rot und kann fliegen? Och nein, das Thema hatten wir gerade schon. Ich bin der Mario. Oh nein. Passt das? Oh Mann. Gott. Keine Ahnung. Beim ersten Date mache ich Werbe erstmal mit. Fretten das Gefühl, ich bin auch richtig durch. Okay, ja, interessant. Beim ersten Date mache ich Werbe erstmal mit. World of Warcraft-Gefühl, fix auch richtig durch. Bin ich sehr unrealistisch. Ja, ich auch. Beim ersten Date mache ich dir erstmal mit zerkleinert Knochen von Judenkindern gefügig und fix auch richtig durch. Oha! Ist das sowas wie K.O.-Tropfen dann? Beim ersten Date mache ich dir erstmal mit Dekretieren gefügig und fix auch richtig durch. Ja, gut, Benny, ne? Gönn dir. Jeder hat seine Wege zum Ziel. Gut, welche ne? Auch, die stehen auf Trolls. Ihr Liebe ist aber so anders Orks gemeint, ne? Weißt du? Ja nicht. Aber Fremden hast du schon mies. Ja. So, bei Benny wäre es wie okay. Die Knochen von Jugendkindern. Liebt man die wie Koks oder was? Musst du Benny fragen, ist ja seins. Achso. Nee, in Tablettenform. Für die Kinder! Oh! Oh! Oh. 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 Hm. Oh? Dennis, du musst vorlesen, das ist schön. Ja. Blüm. Mein Handy macht brumm, 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 die brumm. Ist sie gut? Nein. Okay. Kannst du mir helfen? Bist du in Gefahr? Ja. Okay. Alarm. Alarm. Was kann man denn da nehmen? Ja, ich habe auch irgendwas genommen. Ach, was ein Bullshit. Sie. Benny. Benny. Mal wegmachen. Benny. Er schläft. Ich flüster, uns hört keiner. Benny, Alter, der ruft dich. Hä, hey, was denn? Oh. Digga! Was ist los, Digga? Nix, Diggi. Komm, was hat. Wie er nichts hört, Alter. Ich hab mal was gelesen. Fünf gegen Benny. Mhm. Mehr Flachwitze? Nein. Hm. Er hat 5 gegen Marvin geschwert verloren. Was? Was? Ja, 5 gegen Marvin. Gewinn ich immer. Verloren. Ah, shit, ey. Das ist warm. Ich sterbe. Baby, sterbe. Was
ließen die USA im Luftraum von Afghanistan für die Kinderabwehr. Bumm. Gay-Porn. Ja, nice. Ja gut, da können sie sich nicht vermehren, keine neuen Terroristen. Das ist natürlich strategisch. Ja, auf jeden Fall. Aber ja. Stadt, ne? Also. Was ließ die USA im Luftraum von Afghanistan für die Kinderabwehr? Bomben für eine bombastische Kindheit. Ach, Benny. Was ließ die USA im Luftraum von Afghanistan für die Kinderabwehr? Handgranaten, die so aussahen wie Fußbälle und hinterher war der Arm ab. Okay, das war Benny, Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, ich kann mich gerade nicht entscheiden. Was ließ die USA im Luftraum von Afghanistan für die Kinderabwehr? Boom. Teddybären gefüllt mit Kontaktminen und Chupa Chups und Lollis. Gefüllt mit Ciancali-Kapseln. Hey, Junge. Fuck. Marvin, hast du's? Hm? Ah, nix. Ja, ich hab siehst du, ich wusste, dass du das warst. Das hatten wir schon. Oh, Robin Williams ist ein sehr toller Schauspieler. Ja, das ist wahr. Und war ja generell anscheinend auch ein recht toller Mensch. Das ging schnell. Hm. In seinen letzten Monaten dachte Robin Williams an Homosexualität. Hm. Nein. Oh. In seinen letzten Monaten dachte Robin Williams an die eigene Schwester ficken, um zu wissen, wie es sich anfühlt. Hm. Hm. In seinen letzten Monaten dachte Robin Williams an ein Waisenkind aus dem Fenster schmeißen. Glaube ich eher weniger bei dir. Eltern. In seinen letzten Monaten dachte Robin Williams an die kleine Schwester fisten, weil sie ihr Gemüse nicht essen wollte. Kurze Frage. Was stimmt nicht mit euch? Immer die armen Schwestern, ey. Ich war noch am wenigsten. Hat nur schon. Ja, ich skippe jetzt noch eine Runde, ansonsten spielen wir das. Oh. Bin gespannt. Klärt mich auf. Hab keine Ahnung. Das ging mir sehr schnell, ja. Das auch Kai. Benni, bei dir bin ich jetzt echt überrascht, dass das so schnell war. Na dann. Hat man nicht selber geschrieben. Hä, denn er schreibt gerade viel selbst. Nö, ich klicke heute nur. Ich bin halt ideenlos. Heute. Ja. Letztes Mal habe ich ja mehr geschreibt. Geschreibt? Beschreiben tut. Ich bin voll klugerig. Ach, du warst das. Mhm. So von Schlauheit her. Mhm. Ah. Oh, Kai ist sich noch nicht ganz sicher, was hier so riecht. Ibims. Nein! Ah, ja. Mhm. Gut, dann können wir die Runde ja überspringen, ne? Wir haben das jetzt geklärt. Du hast nicht gemeint. TikTok. Schleichwerbung. TikTok. Hey, oh. Kai. Was ist das für ein Geruch? Atomroffelbomben. Fuck. Okay. Okay, ja. Außerdem, was ist das für ein Geruch? Leitcreme mit Kinder drin. Da fehlt ein E. Okay, ja. Okay, ist das dann immer noch auf Wasserbasis oder? Das ist ein bisschen salzig, könnte ein bisschen brennen. Boah. Nur wenn es nur ein bisschen prickelt, ist ja gar nicht mal so schlimm. Was ist das für ein Geruch? Alex, riechender Fuß, der nach Marvin riecht. Was? Okay, ja, wissen wir Bescheid. Und Eichel geht's aus der Tube. Das steht nicht mit dir. Ich muss hier jeden fronten, nicht nur einen. Tut mir leid. Was war das denn für ein Front? Das kannst du aber besser. So. Ich möchte hier nachher nicht rausgehen und ich mögt mich alle nicht mehr. Zu spät. Ich wollte gerade sagen. Der Zug ist abgefahren. Hm. Nordkorea. Hm. Hm.
Ah, keine Ahnung. Dennis, wir legen wieder gleich auf. Oh, da muss ich eine andere Karte nehmen. Oh, wow. Nee, doch das. Das? Ah, ich bin so unentschlossen. Dennis, bist du ja auch noch nicht sicher, ne? Warum? Doch. Er überlegt, wenn er jetzt fronten möchte. Jetzt gerade nebenbei noch ein bisschen Rhabarberschnaps. Auch das noch. Oh, dann, wird die, dann werden die Runden ja noch viel lustiger. Oh, ich hole mir gleich mein Jackie Cola, also mach ich mit. Nordkorea geht zugrunde an Landminen. Okay. Oder Justin Bieber von einem 500 Millionen. Ja, aber das wird denn ja helfen. Achso, das wird jedem helfen. Ist so. Also beides. Andere Möglichkeit: Kindermodels. Ah, okay. Okay. Interessant. Oder Kai seine Rieseneier, die als Abrissbirne tätig sind. Dennis, netter Versuch. Ah. Ja, ne? Man müsste so, es müsste hier so einen Button geben, alles scheiße. Also ich kann auch einen Random-Bot von mir aus hinzufügen, dass wir den dann einfach voten. Aber es ist halt scheiße, weil wenn der dann 7 hat, ist die Runde vorbei. Ja gut, das stimmt. Ich finde Kindermodels an sich eine gute Antwort. Ja, ich gehe mit den Landminen. Ja! Hallo. Hat man gerade schon mal. Ne, Ender ist so. Ja. Ja, die lasse ich jetzt. Hatten wir. Ja, okay. Ach, im Himmel. Scheiße, kann er nicht Hölle stehen? Vielleicht die perfekte Antwort. Ja, gut, ne? Boah, ist echt. Ich muss noch vorlesen, wenn ich jetzt. Keine Ahnung. Benni, was gibt's denn so tonnenweise im Himmel? Was gibt's im Himmel? Tonnenweise. Ein herausgerissenes Genital, 14 mit dran gehängene Eichel. Ah, wow. Was gibt es im Himmel? Tonnenweise. Eine vergewaltigungswillige Kinder. Oh, was gibt es im Himmel? Tonnenweise. Tote Juden. Was gibt es im Himmel? Das stimmt sogar. Das stimmt beides. Oh, wow, das Piercing ist echt. Aua. Benni, du wirkst so gelangweilt. Was ist denn los? Das tut so weh. Herr Benjamin. Recht? Oh, komm. Ich hab zweimal dieselbe Karte. Hätte ich auch. Haut. Nein, ein Wort ist anders. Gut Job. Kommt aber beide auf das gleiche hinaus. Ja. Okay, das ist assi. Entschuldigung. Was nimmst du zu einer einsamen Insel mit? Ein Gratis-Gutschein für eine Abtreibung? Welche Kinder kriegen würde vielleicht? Was nimmst du zu einer einsamen Insel mit? Eine Schnappschildkröte, die an... Für die einsamen Stunden, oder wie? Dann würde ich lieber den Gutschein mitnehmen. Ja. Was nimmst du zu einer einsamen Insel mit? KZ-Simulator 2020. Rechtlich geschützt. Okay. Krass. Nimmst du zu einer einsamen Insel mit? Ein Riesenvorrat an Gleitgel.
drauf an, was da auf der Insel so ist, ne? Ja, ich möchte halt auch Spaß haben, ne? Ja, ja. Vielleicht gibt's da... Ah, okay. Das ist die Definition von Spaß bei dir, ja? Warum Alex? Ist das immer passend? Was ist da los? Nein, ja, woher kommt der Fleck auf meinem Bettlaken? Oh, ich hab das eine gelöscht. Alex, jetzt kommt alles raus. Mhm. Hm. Keine Ideen? Doch. Also Benny ist sich schon sicher. Oh. Ja. So. Scheiße. Okay. Alex, woher kommt der Fleck auf deine Bettlaken? Spaß mit dem Klempner. Aha. Woher kommt der Fleck? Von einer Bukato-Party mit kleinen Tieren, die an meiner... Okay. Wie kann man eine Patrick hat versucht, auf der Mayonnaise zu spielen. Wie kann man eine Bukato... Marvin hat geklickt. Oh, wow. Oh, das hat er dann geschrieben. Good job. Ah, ja, wer wurde denn vom Wolverine gefingert? Haut mal raus. Bin ich gespannt. Ich nehme nur die Antwort, wo ich auch ein Bild davon sehen kann. Das ist eine Bullshit-Frage wieder, ey. Ich den. Warte, Landata. Ah, Steam, toll. Schön, dass irgendwas auf meiner Wunschliste im Angebot ist. Also! Putin, der Hurensohn, wurde vom Wolverine gefingert. Ja, ich glaube, dann hätte der andere Probleme. Aber wird vielleicht auch einiges erklären. Wodka. Das ist ein Elektrojude. Keine Ahnung. Dann würde ich gerne Elektromusik. Elektrisierten Tanz. Das ist ein Thermobär. Wenn der letzte ist. Ah, du warst das, Alex. Okay, gut. Oha. Oh! Aua. Heute viel krasser als gestern, ey. Ich habe jetzt schon wieder mehr Punkte als in allen Runden zusammen wahrscheinlich. Wow. You can't really down. Wenn ich meine, du musst es ja wissen. Die Karten sind manchmal echt komisch formuliert. Das würde zwar passen so, aber die Formulierung des Satzbaus ist halt. Zur Not muss der Vorleser ein bisschen umstellen. Okay. Benny. Ach, nichts. Benny, was läuft da bei dem Hintergrund schon wieder? Ich mach leiser, Moment. Ich meine, das wäre auch ein guter Grund.
Das passt halt. Aber. Keine Ahnung. Dennis. Ja, wir warten auf Sie. So, warum ist Benny schon wieder tot? Weil er öfters kein Aim hat und lieber die Wohnung ist. Das ist eine definitiv Marvel. Hundertprozentig. Ich wollte das gleiche schreiben. Oder Marvin ist wegen des Flachwissens ausgerastet. Ja, das könnte okay, auch. Das ist Alex. Das ist realistisch auch, ja. Ist ja beides. Oder dachte Loch ist Loch und gönnte sich die Steckdose. Boah. Ja, das ist bitter. Das ist sehr, sehr bitter. Frage davon ist jetzt, was hat Benny gesagt? Der Nahplug wurde zu tief reingeschoben, sodass aus dem Mund nur der Diamant glitzte. Oh. Okay. Yeah. Also ich gehe mit der Steckdose. Woo! Hab ich selber geschrien. So ist manchmal. Warte, na, okay, ich würde gar nicht wissen. Nein, er hätte das wieder auf den Boden gucken. Jo, hab selber geschrieben, als manchmal so ist. Und davor waren Warten. Wieder so dumm. Ah, nicht witzig. Muss er vorlesen, ach Benni. Hm? Ja, ich guck aber, ob er vorlesen muss. Na, ich. Unsere Vorfahren waren Dinosaurier. Missgeburten. Oh, warte, Missgeburt. Das hast du jetzt nicht echt geschrieben. Nein! Das wäre doch viel zu einfach, Dennis. Wer wird denn sowas machen? Aua. Oh, ich hab mich verschrieben. Wer macht denn sowas? Shit. Hab mich verschrieben. Entschuldigung. Oh, das wird so geschrieben. Ja. Benny, erleuchte uns. Unsere Vorfahren waren 70 nackte Frauen. Wie haben die sich vermehrt? What? Da kam eine wahrscheinlich mit dem Penis. Rose klappert nur, aber für Mann geht nicht. Ah. Unsere Vorfahren waren unglaublich stinkende Scheiße. Okay. Unsere Vorfahren waren Günther Jauch, der von einem Einhorn gefickt wurde. Wird. Hm. Unsere Vorfahren waren Gasliebhaber. Brumm, brumm. Ich hätte jetzt die Frage, was ist die Definition von Vorfahren, ne? Ja. Wie viele Generationen? Ich nehme Günther ja auch. Danke. Ey, das ist echt eine Sauerei. Na, aber wortwörtlich. Den Satz musste ich auch schon mal sagen. Zumindest... Das ist eine Sauerei? Nein, eine Aufnahme ist tatsächlich gelöscht worden. Weil er sich an seinen Piepenhahn gespielt hat. Ich wieder nur Kacke für. Scheiß Karten. Ach, egal. Nein. Deswegen. Nochmal zufällige Karte. Oh, okay, die ist cool. Meine Aufnahme ist versehentlich gelöscht worden, weil sich der Cockring in der Tastatur verheddert hat. Das ist ärgerlich. Meine Aufnahme ist versehentlich gelöscht worden, weil Jugendhürden. Ah, okay. Meine Aufnahme ist wahrscheinlich gelöscht worden, weil Dennis nichts kann.
Meine Aufnahme ist versehentlich gelöscht worden, weil das Ejakulat die Festplatte traf. Oh, das reimt sich ja fast. Also ich nehme das dritte, weil ich mich da das erste Mal höre. Oh. Aber, nee, ich nehme das hier. Woo! Dankeschön. Dennis, dankeschön. Bitte, ich wusste, dass du das wusstest. Schön. Ja, da ist mir auch schon mal passiert. Von daher, das ist... Ich wette mit dir, dass du hier die ganze Zeit schummelst. Du hast nebenbei Google auf, Alter, und suchst. Ich hab mein Aimbot. Und ein Wallhack. Aua.